Okay, Leute, dass wir direkt jetzt noch einmal ein Crash Bandicoot-Fanspiel spielen, hätte ich nicht gedacht. Also, dass ich nach dem letzten Video direkt noch eins raushaue. Ich habe aber noch eins gefunden. Ein ziemlich cooles, wie ich finde. Und, naja, also rein von der Grafik her finde ich dieses wesentlich besser als das andere. Das ist aber, glaube ich, mit GameMaker gemacht und nicht mit Unity. Das heißt nicht, dass ich Unity schlecht finde, um Gottes Willen. Aber es sieht zumindest etwas besser aus. Sagen wir es einfach mal so. Genau, so. Okay. Kleine Einleitung. Bisschen witzig erzählt hier. Wir haben hier Crash. Coco. Es ist übrigens ein Coco-Fangame, aber es geht um Coco. Coco Bandicoot. Nicht um Crash. Sollte man vielleicht dazu gesagt haben. Ich hoffe, mein Game hat sich jetzt nicht aufgehangen. Das wäre fatal. Ist ja nicht gut. Aber das sieht gut aus. Leckt nur ein bisschen wie Hulle. Oder es hat geleckt. Okay. Wir können ganz normal springen. Das können wir noch machen. Der Charakter bewegt sich etwas komisch. Mit WASD kann man so ein bisschen die Richtung ändern. Hier haben wir dann unser Inventar. Ja, ich denke mal, wir spielen das jetzt mal an. Oder? Was meint ihr? Gut. Schafft ihr den Sprung überhaupt? Sehr schön. Muss ich hier überhaupt drauf? Wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Oder? Mit dem Sprung, den wir hier eben gerade abgelegt haben? Kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise funktionieren soll. Aber probieren wir es halt nochmal, ne? Ach, ich kann ich kann einen Doppelsprung machen. Seit wann geht das denn in Crash Bandicoot? Das ist mir aber neu. Lol, ist auch egal. Okay. Okay. Das ist anfangs laggt. Ist wohl irgendwie normal. Ach, guck mal, ich hab mich festgebackt. Oh, lol. Ach, die Plattform geht kaputt. Continue, bitte. Ja. Bitte, ja. Fieben, wähle ich das aus? Okay, das war total. Also, der Anfang, der war ja mal sowas von bescheiden. Wie mache ich das denn jetzt? Hallo? Ich möchte gerne continuen. Ich drücke hier gerade gefühlt irgendwie komplett alles einmal durch. Hat er das überhaupt eingebaut, dass man das irgendwie akzeptieren kann? Weil irgendwie, naja, klappt hier gar nichts irgendwie. Egal was ich drücke, ich kann nicht continuen. Mit der Maus? LOL. Ist das die Overworld oder? Das sieht schon besser aus. Also, da gefällt mir das Spiel auf jeden Fall schon deutlich besser. Wirklich. Das Level wie eben gerade war ja wirklich scheiße.
Okay, wir schauen uns mal ein bisschen um, würde ich mal sagen. Das sieht doch schon mal nice aus. Ich denke mal, das ist auch ein Level. Fließende Strömung, das heißt, wir werden da höchstwahrscheinlich, naja, nicht vorbeikommen. Was ist das? Ein Level? Wahrscheinlich. Okay, du stehst in der Luft, meine Liebe. Ah, scheint wohl irgendein Level zu sein. Wir gucken uns das einfach mal an. Naja, ich weiß nicht, inwieweit ich das bewerten würde. Ich habe ja seit dem letzten Video, habt ihr ja vielleicht gesehen, seit dem Tornado-Hand-Video, ein Rating eingeführt. So. Und werde das natürlich auch bei Spielen beibehalten. Nun habe ich das Crash Bandicoot-Spiel jetzt nicht bewertet gehabt. Ich könnte aber einen Vergleich erzielen, tatsächlich. Aber erstmal zocken wir hier noch ein bisschen. Was zur Hölle ist das denn eigentlich hier? Keine Ahnung, was es für ein komisches Level war. Ich versuche jetzt mal irgendwie hier rüber zu kommen. Ich denke, das wird mit einem Doppelsprung schon ganz gut klappen. Kann ich eigentlich von der Strömung weggezogen werden? Ich vermute mal, ne? Also gesund sieht das nicht aus. Aber es scheint schon mal zumindest ganz gut zu klappen. Die Steuerung ist halt nur ziemlich schwammig. Also wie gesagt, das Gameplay hier in diesem Spiel ist halt einfach so momentan, wie es ist, echt miserabel. Da musst du wirklich schon Skill beweisen, dass du hier irgendwie einigermaßen... Naja, ihr seht's ja. Die Gegner erledigen könnt. Wir könnten auch... Ich weiß nicht, ob wir hier rüber können. Ich gehe nochmal den Weg. Also das Gameplay kriegt keine gute Bewertung von mir. Wirklich nicht. Könnt ihr euch jetzt schon mal darauf einstellen. Und ich finde diesen Bewertungsaspekt für die einzelnen Spiele, auch gerade so für Fangames, die man ja doch schon kritisch begutachten muss, ist das schon eigentlich ganz Neues. Ja. Wo willst du wissen, wo da die Hitbox ist? Das ist echt ein bisschen scheiße irgendwie. Das ist schon echt nicht so gut gelöst. Aber es scheint wohl so, als würde mir das Wasser, naja, gefühlt gar nichts ausmachen irgendwie. Keine Ahnung. Zumindest ist das Jump'n'Run eigentlich ganz gut. Gut, wenn der noch relativ weit entfernt ist, was feuert der denn da ab? Was ist das denn für ein Müll? Das hätte man wesentlich besser, angenehmer lösen können. Also, dass man die Kamera nicht selber drehen muss irgendwie. Hat zwar auch irgendwie was, finde ich, aber... Na, hätte nicht unbedingt sein müssen, so, wenn er mich fragt. Wäre schöner gewesen, wenn die sich, naja, von alleine gedreht hätte, ne? Jetzt möchte ich hier mal ein bisschen weiterkommen. Das wäre schon echt ganz geil. Auf die ollen Ziegenböcke aufpassen, ey. Der ist verdammt schnell. Einen habe ich schon mal. Den habe ich auch. Sehr schön. Komm her. Du beschützt mich jetzt. Eigentlich müsste ich hier mal ein paar Äpfel sammeln, damit ich... mal ein paar Leben bekomme irgendwie. Das wäre ja sonst auch doof. Zumindest ist das Jump'n'Run in dem Game deutlich angenehmer als bei Nitro Island. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch mehr Crash-Fangame gibt. Mit Sicherheit bestimmt.
Da gibt es auch, glaube ich, naja, welche, die vom Rating her einfach besser sind. Die ich hier auch irgendwie besser einstufen würde, irgendwie so. Warum gibt es ja eigentlich eine Strömung, wenn die total schwach ist? Das erklär mir mal bitte einer. Hier haben sie direkt noch eine Maske hingesetzt. Ihr kriegt jetzt doppelt Upgrade. Was ist das für ein Block hier? Was? Kann ich mir den holen? Na, doch kann ich. Aber reicht leider nicht. Warum steht die im Wasser? Also das Spiel ist wirklich teilweise nicht gut programmiert worden und es ist teilweise echt verbuggt. Also, sorry, Leute. Das hätte man, glaube ich, auch wesentlich besser naja, lösen können. Ah, ich komme nicht vernünftig hoch. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich springe hier drauf. Und springe hier drauf. So. Sehr schön. Ich komme hoch, aber ich komme irgendwie nicht ganz hoch. Ein bisschen. Oh, oh. Falls man mal irgendwie stecken bleibt hier in der Strömung, kann man sich mit Hilfe dieses Trampolins retten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was haben wir hier drüben? Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich jetzt hier lang gehen möchte oder hier lang. Wie gesagt, das Jump'n'Run ist gar nicht mal so schlecht und die Steuerung, naja, eigentlich, also umso länger ich spiele, umso besser komme ich klar, ne, irgendwie. Also, was weiß ich nicht. Es geht eigentlich. Ah, knapp vorbei. Schade. Das ist wirklich doof gelaufen. Oh nein, als ob die Plattform hier kaputt gehen können. Was ein Scheiß. Aber zumindest kommen sie immer wieder. Wir waren doch vorhin gerade noch nicht da, oder? Eins, zwei, drei, vier, so. Ja, wobei, ich glaube, die sind einfach nur verschwunden. Also diesen Sprung jetzt irgendwie zu meistern, zu timen, ist wirklich echt nicht einfach. Das genaue Timing abzulegen, ist wirklich nicht gerade einfach. Oh Junge, wie habe ich denn das geschafft? Hilfe! Wenn ich jetzt hier runterfliege, dann ist vorbei. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung jetzt. Ach, leck mich doch an die Füße, ey. Bekloppt hier. Ich werd verrückt. Naja. Ich muss mir, glaube ich, nur überlegen, was ich dem Spiel vergebe. Also ich denke mal, hier ist noch eine Höhle, da werden wir nochmal reingehen und uns nochmal ein bisschen weiter umschauen. Und dann seht ihr das Rating dann in die Kommentare. Das werde ich mir in die Kommentare schreiben. Wie beim letzten Video. Dann komme ich aber nicht rein. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye. Bis dann und ciao.